Hallo und ganz herzlich willkommen. Dieses Video heißt isobare Zustandsänderungen. Du kennst bereits den ersten Hauptsatz der Thermodynamik und die allgemeine Gasgleichung. Nachher kennst du Beispiele für isobare Zustandsänderungen, den Term für die Veränderung der inneren Energie und die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Wärmekapazitäten. Der Film besteht aus 5 Abschnitten. Erstens isobare Zustände. Zweitens der Begriff der Isobare. Drittens der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Viertens die innere Energie bei Delta P gleich 0. Und fünftens Wärmekapazitäten. Erstens isobare Zustände. Man findet sie erstaunlich oft. In einem Strahltriebwerk. Im Wärmeaustauscher, beim Betrieb der Brennstoffzelle, allgemein bei einer langsamen chemischen Reaktion. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com